Morgen und herzlich willkommen beim Frontline Success Summit 2023. Mein Name ist Urs. Ich bin VP Customer Success bei Beekeeper und habe das Vergnügen, euch durch die erste Stunde zu führen. Heute geht es darum, Verbindungen zu schaffen. Alles, was wir bei Beekeeper tun, dient diesem Zweck. Eure Teams mit allem zu verbinden, was sie für ihre tägliche Arbeit brauchen. Egal, ob sie in der Schicht von 9 bis 5, von 5 bis 9 oder in der Nachtschicht arbeiten. Am Ende des heutigen Tages verlässt ihr uns gestärkt in unserer gemeinsamen Mission, die Frontline-Teams so erfolgreich wie möglich zu machen. Bevor wir loslegen, nimmt es mich jedoch Wunder, von wo ihr angereist seid. Und ich bitte kurz alle, die von einem anderen Land außerhalb der Schweiz angereist sind, kurz aufzustehen. Super, vielen Dank. Ihr dürft euch wieder setzen. Und nun alle, die aus der Schweiz, aber außerhalb vom Kanton Zürich angereist sind. Sehr schön. Und diejenigen, die aus einer nicht deutschsprachigen Region der Schweiz angereist sind, dürfen stehen bleiben. Super, willkommen. Und nun dürfen und selbstverständlich dürfen nun auch diejenigen, die aus dem Kanton Zürich angereist sind, auch noch aufstehen. Super, wunderbar, vielen Dank. Toll, dass ihr alle die Reise auf euch genommen habt. Unser diesjähriges Thema lautet Supercharging the Frontline. Entsprechend wird der Tag voll von umsetzbaren Ratschlägen sein, wie ihr eure Frontline-Teams unterstützen könnt, sodass sie zur maximalen Teamleistung im Zusammenspiel mit dem ganzen Unternehmen finden. In der ersten Stunde werden wir darüber sprechen, was unserer Ansicht nach die wichtigsten Strategien sind für erfolgreiche Frontline-Teams. Und von spannenden Unternehmen lernen, wie sie diese erfolgreich umsetzen. Anschließend zeigen wir euch Innovationen auf, die das Beekeeper-Produktteam zu bieten hat, um euch auf eurem Weg zu unterstützen. Basierend auf den Erfolgsgeschichten unserer Kunden konnten wir feststellen, dass es 4 wichtige Säulen für den Erfolg von Frontline-Mitarbeitenden gibt. Lasst mich diese für euch zusammenfassen. Die 4 wichtigsten Säulen sind erstklassige Kommunikation, ein wettbewerbsfähiges Mitarbeitererlebnis, auch bekannt als Employee Experience, oder die Summe aller Erfahrungen, die ein Mitarbeiter mit seinem Unternehmen sammelt, Digitalisierung von Prozessen sowie datengestützte Erkenntnisse. Alle diese Themen spielen zusammen und ergänzen sich gegenseitig, um euren Teams zum Erfolg zu verhelfen. Es ist klar, der Eckpfeiler des Erfolgs ist die Kommunikation. Ihr wisst das alle. Ebenso ist bekannt, dass Kommunikation für alle Frontline-Mitarbeitenden folgende Anforderungen erfüllen muss. Sie muss schnell, mehrsprachig und sicher sein. Sie muss Text, Sprache und Video abdecken. Und auf der anderen Seite müssen die Tools, die ihr verwendet, ansprechend und einfach zu bedienen sein und ganz wichtig, zu einem tollen Mitarbeitererlebnis beitragen. Aber wenn ihr einen echten Wandel hin zu einem engagierteren und effektiveren Team herbeiführen wollt, müsst ihr dafür sorgen, dass Informationen zwischen allen Beteiligten fließen können. Seid mutig, verbindet eure Frontline-Teams miteinander, über Abteilungsgrenzen hinweg. Verbindet sie mit der Bürowelt, verbindet die Person im Reinigungsteam, die Person am Ende des Fließbands in der Werkstatt mit dem CEO. Das mag am Anfang beängstigend klingen, aber glaub mir, es wird sich lohnen. Wirksame Kommunikation entsteht nur, wenn ihr zuhört, wenn ihr euch am Gespräch beteiligt.
Und wie wir später noch hören werden, kann das Zuhören bei diesen Gesprächen euch Einsichten vermitteln, die ihr sonst vielleicht nie entdecken würdet. Es wird Zeit, unseren ersten Gast auf die Bühne zu holen. Wir sind gespannt zu hören, wie einige der fortschrittlichsten und erfolgreichsten Unternehmen es geschafft haben, den Wandel in ihrer Organisation und vor allem mit ihren Frontline-Teams voranzutreiben. Barbara Irniger-Furtwängler ist die Leiterin interne Kommunikation und Sponsoring bei Coop, einem der größten Detailhandel- und Großhandelsunternehmen der Schweiz. Und ich bin mir sicher, dass wir im Publikum heute auch einige Coop-Kinder haben. In diesem Sinne, Barbara, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. So, bitte los. Bei uns zweimal. Okay, alles klar. Super. Barbara, wie hat sich bei Coop die Bedeutung der Kommunikation für die Frontline-Mitarbeitenden herauskristallisiert? Ja, der Schlüsselmoment war die Pandemie. Da haben wir ganz deutlich gespürt, die Kaskadeninformation bezüglich den Pendenzen, die hat sehr gut funktioniert. Also wir haben es geschafft, Pendenzen in die Verkaufsstellen zu geben und sie rasch umzusetzen. Aber was uns wirklich gefehlt hat, ist ein Kommunikationsinstrument, um gegenüber den Mitarbeitenden in den Verkaufsstellen, in der Produktion und so weiter, auch Vertrauen, Sicherheit und Emotionen zu transportieren. Und das wurde halt während der Pandemie ganz, ganz deutlich. Und wir haben dann oft nicht kommuniziert, weil wir gesagt haben, es bringt einfach nichts. Das sind 5.000 Mitarbeiter im Büro, aber die allerwichtigsten Mitarbeitenden, diejenigen an der Front und der allergrößte Teil, über 40.000 Leute, die können wir nicht erreichen und das war der Schlüsselmoment. Sehr schön. Genau. Wir haben dann uns gesagt, lass uns prüfen nach der Pandemie, ob so eine Mitarbeiter-App auch postpandemisch quasi Bedürfnisse erfüllen kann in unserer Verkaufsstelle. Wir haben intensive Bedürfnisabklärungen gemacht. Wir haben uns auch richtig viel Zeit dafür genommen. Das Ergebnis war, ja, es besteht ein Bedürfnis. Wir haben dann natürlich verschiedene Firmen geprüft, nicht nur Beekeeper, und haben uns dann für Beekeeper entschieden, diesen Entscheid nie bereut. Und wir haben aber auch ganz schnell realisiert, das ist echt ein Meilenstein jetzt in der internen Kommunikation. Fantastisch. Nachdem ihr die Bedeutung der internen Kommunikation für die Frontline-Teams erkannt habt, wie stellt ihr einen hohen Impact der internen Kommunikation sicher? Ja, ich denke, es ist wie bei der externen Kommunikation, es kommt am Schluss auf den Mix an. Wir haben ja bei uns ein Mitarbeitermagazin, das wir viermal im Jahr an über 70 Mitarbeitende und Pensionierte nach Hause senden. Und es war immer klar, die Mitarbeitenden-App, die wird dieses Magazin nicht ersetzen. Es geht also um ein geschicktes, intelligentes Zusammenspiel der verschiedenen Instrumente in der internen Kommunikation. Und vielleicht noch ein paar Stichworte zum Impact, was die App anbelangt. Wir haben mit der App den Impact erreicht. Da haben wir von Anfang an gesagt, also es steht und fällt einfach mit der Aktivierungsrate. Also wenn wir wirklich relevant sein möchten mit unserem Instrument, dann müssen wir eine ganz hohe Aktivierungsrate erreichen. Und wir haben uns dann ein echt ambitioniertes Ziel gesetzt, nämlich 90%. Und uns hat ganz stark geholfen, dass auch unser CEO gegenüber seinem Kader ganz klar kommuniziert hat, so jetzt, gemeinsam erreichen wir jetzt die 90%, ich erwarte, dass ihr alle einen Beitrag leistet. Und das hat natürlich sehr viel beigetragen für diesen Erfolg. Noch zwei, drei Stichworte, wenn du erlaubst, ja, vielleicht, sehr gern. Wegen der Impact. Klar, wir brauchen relevante Beiträge, das ist immer noch ein großes Thema bei uns, wir möchten für alle relevant sein. Wir haben ja ich bin ja im Kontakt mit ganz vielen Kommunikationsverantwortlichen. Wir haben ja eigentlich auf unserer App über 40 verschiedene Firmen. Oder Interdiscount, Christ, Body Shop, Jumbo. All die Firmen sind ja auf unserem Tenant. Und den Kommunikationsverantwortlichen habe ich immer gesagt, es ist einfach
Authentizität vor Perfektion. Also stellt jetzt nicht Fotografen an, um Bilder zu machen auf der App. Macht das Video mit eurem CEO selber von Hand, mit dem Mobile. Genau das Unperfekte, das bringt uns am Schluss näher an die Menschen. Und noch ein Stichwort zu Menschen. Wir haben auch immer gesagt, Menschen stehen bei diesem Instrument im Zentrum. Wir haben allen geraten, schaut, dass auf euren Fotos wirklich immer Menschen drauf sind. Und das haben sie dann befolgt. Und ich glaube, das hat sich gelohnt. Und noch etwas zum Thema Menschen, das ist vielleicht noch interessant für Sie. Wir haben von Anfang an gesagt, wir verzichten auf generische Accounts. Also es gibt keinen Beitrag, der von der Kommunikationsabteilung kommt. Es gibt keinen Beitrag, der vom HR-Team kommt. Es gibt keinen Beitrag, der von der Medienstelle kommt. Es ist immer ein Mensch, der den Beitrag erstellt. Das, denke ich, war auch sehr wichtig. Ganz wunderbar. Wie habt ihr es geschafft, Kommunikation auf allen Ebenen und in alle Richtungen, top-down, peer-to-peer und bottom-up, zu erreichen? Ich denke, ich erwähne am besten möglichst konkrete Beispiele. Sehr gerne. Also, top-down, wir haben viel Zeit dafür aufgewendet am Anfang, für Einzelgespräche mit jedem Geschäftsleitungsmitglied, mit jeder Leiterin, jedem Leiter der Formate, eben Interdiscount, Import, Parfümerie und so weiter, mit jedem Produktionsleiter, haben wir wirklich uns viel Zeit genommen. Und auch im Bewusstsein, dass wir dort nicht nur ihre Bedürfnisse einholen, sondern dass das auch eine Chance ist, sie zu überzeugen. Und als wir ihnen gesagt haben, hey, das ist euer Sprachrohr, endlich habt ihr ein Sprachrohr, um mit alle Mitarbeiter in eurem Bereich direkt zu erreichen. Und das hat wirklich, also ich hätte sie auch nicht erwartet, aber das hat wirklich Begeisterung ausgelöst. Ich denke, das hat sich gelohnt. Dann Peer-to-Peer. Dort haben wir profitiert davon, dass in ganz vielen Filialen WhatsApp-Gruppen bestanden haben. Und da haben mir einige gesagt, vergiss es, die werden nie wechseln auf einen anderen Chat. Das ist viel zu mühsam, die sind sich das jetzt gewohnt. Und wir haben das dann so gemacht, dass wir klar gesagt haben, jetzt stopp, es werden keine WhatsApp-Gruppen mehr gemacht. Und wir haben zusammen mit dem HR und der Informatik eine Erstbestückung gemacht. Also jeder Filialleiter hat für seine Gruppe, die haben wir gerade bestückt, der musste nicht jeden Mitarbeiter selber ein, und er konnte eigentlich starten, wie er das im WhatsApp gemacht hat. Und dann ist noch bottom-up. Das ist natürlich ganz wichtig. Wir werden sicher am heutigen Tag noch viele Beispiele hören, wie wir Mitarbeitende auch motivieren können. Ein Beispiel, was ich immer wieder gerne erwähne, ist der Aufruf zu Weihnachten. Also wir machen so einen Aufruf zu Weihnachten, zeigt uns doch die Weihnachtsstimmung in euren Läden und so. Und das macht immer Spaß, weil da kommt sehr viel Feedback. Ein paar Beispiele zu diesen Dingen. Ja, vielen Dank. Ja. Barbara, was sind für euch die überraschendsten Resultate der Kommunikation mit Beekeeper? Also etwas hat mich wirklich stark überrascht. Ich habe mit größerem Widerstand gerechnet, vor allem auch mit Widerstand der Mitarbeitenden, die keinen PC haben und die dann ihr privates Mobile zur Verfügung stellen für eine geschäftliche App. Mich hat überrascht, dass ich überhaupt keinen Widerstand gespürt habe. Und dann, was mich am meisten überrascht hat, ist halt schon, dass wir die 90% tatsächlich nach 9 Monaten dann erreicht haben. Ehrlich gesagt, also so wirklich daran geglaubt habe ich im Innersten nicht. Ich dachte immer, ja, diese Zielsetzung ist zu ambitioniert und kaum erreichbar. Und deshalb hat mich das schon überrascht. Und vielleicht noch zum Schluss. Ich bin schon über 30 Jahre in der Kommunikation bei Coop. Und habe schon ganz viele Projekte geleitet, umgesetzt. Aber dieses Projekt hat wirklich sich ausgezeichnet, dadurch, dass wir so viele Menschen begeistern konnten. Also nicht nur der CEO und das Management, sondern auch die Mitarbeitenden in der Verkaufsstelle. Und ich habe auch profitiert, zwei Personen sind da von einem ganz motivierten Projektteam aus Kommunikation, HR und Informatik. Und da war Leidenschaft zu spüren. Und wie immer, Leidenschaft ist am Schluss der Kern für Erfolg. Ja. Wunderbar. Vielen Dank für diese tolle Geschichte. Dass dieses Projekt so viel Begeisterung von den Frontline-Teams
ja, mit so viel Begeisterung angekommen ist wie kein anderes Projekt zuvor, was du uns geschildert hast, zeigt auch auf, dass ihr die Bedürfnisse der Mitarbeiter erkannt habt und effektiv mit ihnen kommuniziert habt. Danke, Barbara, vielmals für diese Einblicke und einen Vorgeschmack auf den Workshop von heute Nachmittag, den Barbara zum Thema Aktivierung halten wird. Ich bedanke dich. Danke dir vielmals, Barbara. Dankeschön. Wir kommen zum nächsten Punkt, dem Mitarbeitererlebnis. Die Personalfluktuation in den Frontline-Branchen ist rekordverdächtig hoch. Aber wenn ihr ein wettbewerbsfähiges Erlebnis an Mitarbeitenden bieten könnt, könnt ihr zum bevorzugten Arbeitgeber werden. Und das fängt damit an, dass man zuerst an den Frontline-Mitarbeitenden denkt. Wir müssen zuhören und deren Bedürfnisse verstehen. Denn entscheidend ist nicht, was wir in die App hineingeben. Entscheidend ist, was der Frontline-Mitarbeitende damit anfangen kann. Und wenn man das richtig macht, führt dies zu einer Win-Win-Situation. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Mitarbeitenden wissen wollen, wann sie arbeiten und wie viel sie verdienen werden. Die Bereitstellung von Gehaltsabrechnungen und Schichten auf dem Mobiltelefon beantwortet diese Frage nicht nur auf bequeme Weise, sondern spart euch auch viel Geld bei dem Ausdruck und Versand von Gehaltsabrechnungen. Wie aus unserer Frontline-Umfrage hervorgeht, wollen die Mitarbeitenden gute Arbeit leisten. Wenn ihr also in die Einstellung von neuen Mitarbeitenden investiert, solltet ihr eine gute Einarbeitung ermöglichen, damit sie sich voll und ganz auf ihre Aufgabe konzentrieren und in Rekordzeit produktiv sein können. Unsere Umfrage zeigt auch, dass die Frontline-Mitarbeitenden den Ehrgeiz haben, sich weiterzuentwickeln. Und dass Lernmöglichkeiten am Arbeitsplatz eine gute Option sind, dies zu erreichen. Nebst einer besser ausgestatteten Belegschaft motiviert dies eure Mitarbeitenden und schafft ein sicheres Arbeitsumfeld. Den nächsten Praxiseinblick erhalten wir von Anke Maas, Director Human Resources bei Leonardo Hotel Central Europe. Leonardo Hotel Central Europe hat ein Hotelportfolio von 106 Häusern mit über 17.000 Zimmern. Und dank einem erstklassigen Mitarbeitererlebnis gelingt es Ihnen, erfolgreich zu expandieren. Herzlich willkommen, Anke. Anke, welche Bedeutung hat Employee Experience für dich und für Leonardo Hotels? Bedeutung Nummer eins. Also das ist Mitarbeiter Experience ist bei uns das A und O. Und Mitarbeiter Experience bedeutet bei uns, der Mitarbeiter weiß, in welchem Unternehmen er arbeitet, was in dem Unternehmen stattfindet, was er beibringen kann, wo es auch gerade Herausforderungen gibt. Und dafür ist einfach die Beekeeper-App das A und O für uns. Super. Und kannst du uns einige konkrete Maßnahmen zeigen oder schildern, die ihr eingeführt habt, um das Mitarbeitererlebnis zu steigern? Auf jeden Fall. Also ich muss dazu sagen, als wir mit Beekeeper angefangen haben, das war so 2015, 2016, war es etwas schwierig. Also, das war jetzt nicht so, dass gleich alle Hurra gesagt haben. Und es war zum Beispiel auch so, dass wir eine große Vorsicht gespürt haben bei den Mitarbeitern. Also sie wussten nicht ganz genau, ist das ernst gemeint? Dürfen wir wirklich ganz offen kommunizieren? Dürfen wir wirklich alle unsere Kommentare abgeben? Und da haben wir dann natürlich noch mal ganz konkret überlegt, was können wir machen, um diese Einführung wirklich nach vorne zu bringen? Und was bei uns mega funktioniert, sind Competitions. Unsere Mitarbeiter lieben Wettbewerbe, bei denen man natürlich was gewinnen kann. Also es geht nicht nur darum, einen schönen Post auf der Lieb zu haben oder auf der Beekeeper-App, wo man
eben sagt so, und wir haben jetzt hier von allen die meisten Likes und die tollste Weihnachtsdekoration zum Beispiel oder die tollste Osterdekoration oder die schönste Kaffeepause, sondern unsere Mitarbeiter möchten dann gerne auch was gewinnen. Und je nachdem, welchen Approach wir so verfolgen, gibt es entweder Einzelgewinne, dass man schon mal Goodieboxen gewinnen kann oder Hotelgutscheine. Aber wir verlosen eben auch Team-Events, zusammen Pizza essen gehen, Zuschuss zur Weihnachtsparty oder zur Sommerparty. Und diese Competitions, die machen das sehr lebendig. Was auch immer mega läuft, sind die Adventskalender. Also 24 Tage, jeden Tag eine Frage. Das ist Wahnsinn, wie sich die Mitarbeiter dann auch zusammenfinden. Zum Beispiel in der Kantine gibt es da mittags kleine Gruppchen in den Hotels, die dann zusammen sagen, oh Gott, diese Frage, ja, wo finden wir das? Weil wir auch immer ein Stück weit nach Fragen gucken, die man jetzt nicht googeln kann. Ja, sondern wo man schon ein bisschen irgendwie schauen muss, wo finde ich denn die Antwort. Also alles, was so dieses Miteinander fördert, das ist wirklich sehr förderlich, die Leute in die Lili-App reinzubringen oder in die Beekeeper-App reinzubringen. Dritter Aspekt, der auch für uns ganz, ganz wichtig war, einen Mehrwert zu schaffen, den ich nur über die Beekeeper-App erreiche. Bei uns ist das zum Beispiel ein Mitarbeiterportal, das wir mit Beekeeper zusammen eben installiert haben, wo der Mitarbeiter seine Lohnabrechnung bekommt und so weiter und seine Dienstpläne und so und Bescheinigungen. Und den Zugang bekommt er nur über die Beekeeper-App. Es gibt keinen anderen Weg, daran zu kommen. Und das ist schon mal so ein Mehrwert, wo der Mitarbeiter auch weiß, da finde ich es immer, da muss ich jetzt auch nicht irgendeine Webseite kennen oder was Zusätzliches kennen. Und das funktioniert dann sehr gut. Super, vielen Dank. Welches sind aus deiner Sicht die überraschendsten Resultate und welchen Impact seht ihr von diesen Employee Experience Maßnahmen? Also auch da gibt es tatsächlich einige Überraschungen, die wir schon erlebt haben. Eine Überraschung ist jetzt für mich wieder tatsächlich auch relativ aktuell. Wir stellen fest, dass die Beekeeper-App bei uns Change-Prozesse sehr gut unterstützt. Wir haben zum Beispiel gerade ein zweijähriges Projekt an einen Startpunkt gebracht, wo wir 80 Mitarbeiter, die über die ganze Dachregion, also sprich Deutschland, Österreich, Schweiz, in ungefähr 80 Hotels für Reservierungen zuständig waren, teilweise in Teams, teilweise auch in Einzelpositionen. Und das haben wir zentralisiert zu einem zentralen Reservation Office mit einer neuen Software, also wie eine Art Callcenter-Software, also für uns eine komplett neue Welt. Wir sind ja noch ein junges Unternehmen, also wir haben da bisher noch so ein bisschen rudimentär gearbeitet. Und diesen Prozess haben wir durch einen eigenen Stream in der LIAB begleitet. Ich war erst ein bisschen skeptisch, weil bei uns ein Stück weit die Tendenz ist, dass sich alles so in einem Hauptstream der Leonardo Family tummelt und dort auch die Hauptinformationen sich rauszieht. Aber dieser CRO-Stream, der läuft unwahrscheinlich gut. Da findet unheimlich viel Aktivität statt. Und wir haben jetzt auch gelernt, dass die Mitarbeiter quasi ihr Smartphone mit diesem Stream quasi neben ihrem Computer liegen haben und parallel darüber chatten, während sie eben dann in der Callcenter-Software natürlich professionell arbeiten, aber sie haben dann mal ganz schnell eine Frage, sie wissen, wen sie anschreiben können. Ganz viele Informationen werden in diesem Stream von der Office-Managerin dieses Teams gepostet. Und da war ich doch überrascht, wie sehr dieser Stream und diese Möglichkeit, nochmal eine zentrale Stelle der Kommunikation zu haben, des schnellen Austausches, dieses ganze Projekt auf eine sehr positive Weise beeinflusst hat, also gute Stimmung gemacht hat. Da wird auch ein CEO-Mitarbeiter schnell mal zum Geburtstag gratuliert oder da wird irgendwie eine besondere Aktion honoriert, weil irgendeiner ein besonderes Problem gelöst hat von irgendeinem Gast, Katzen, Hunde, Papageien, die dann irgendwo untergebracht werden müssen. Also das wird dort eben alles schnell geregelt. Und das ist wirklich sehr überraschend. Eine andere Überraschung ist für mich immer wieder, dass das Wohlwollen und so eine positive Stimmung, die wir haben. Es gibt ja durchaus mal Zeiten, ob das jetzt die Corona-Zeit ist, ob das jetzt der Nahostkonflikt ist, der für uns als ein israelisches Unternehmen natürlich irgendwo auch sehr nah ist. Da macht man sich natürlich schon Gedanken. Ja, es gibt ja sehr viele Meinungen zu ganz vielen Themen.
können wir das in dieser Lehre raushalten oder in der Beekeeper-App? Fangen Menschen an, vielleicht dann doch auch mal politische Meinungen zu äußern? Und auch das findet gar nicht statt. Also es ist eher eine sehr neutrale, eine sehr wertschätzende Kommunikation. Und ich finde, bei über 3000 Mitarbeitern, auch das überraschend, zeigt vielleicht auch so unsere Kultur doch immer wieder so ein Stück weit dieser Family-Gedanke, wir halten zusammen. Das wird da sehr, sehr deutlich. Super. Was sind deine Ratschläge für andere Unternehmen im Bereich Mitarbeitererlebnis? Also ein Ratschlag ist auf jeden Fall, Vertrauen in die Mitarbeiter zu haben und nicht zu denken, also es ist natürlich immer ein Kulturthema, aber in unserer Kultur funktioniert es halt sehr, sehr gut, darauf zu vertrauen, dass die Mitarbeiter mit so einer App auch umgehen können. Wir haben zum Beispiel sehr wenig reglementiert, wir haben Fairplay-Regeln definiert, aber bei uns kann wirklich jeder alles in der App machen und das hat auch zu einer großen Akzeptanz geführt. Wir haben natürlich auch manchmal Beiträge, wo ich so denke, das ist jetzt so, ne, die richtige Plattform dafür ist. Und das regelt sich aber von selber. Also dieses Zulassen, dass die Menschen, die Mitarbeiter auch Verantwortung übernehmen, dass die professionell sind und dass die schon selber dafür sorgen, dass so Strömungen in dieser App gut eingefangen werden. Also Vertrauen in die Mitarbeiter haben. Das wäre auf jeden Fall mal ein Tipp. Ein anderer Tipp ist auf jeden Fall, auch immer wieder so Engagement zu initiieren. Wie gesagt, Wettbewerbe, jetzt haben wir gerade den Cocktail des Monats, wo wieder bei uns ein Wettbewerb stattfindet. Oder wir planen jetzt gerade The Ugliest Christmas Jumper Projekt. Das wird bestimmt auch wieder ganz lustig. Also immer wirklich was initiieren und wirklich diese Internationalität, die wir zum Beispiel im Unternehmen haben, auch abzubilden, dass man auch immer schaut, sind auch alle Länder mit einer Anzahl von Mitarbeitern aktiv. Also es gibt sehr viele passive Leser. Ja, wir haben so 3/4 passive Leser, ein Viertel, die wirklich aktiv beitragen. Und da ist wichtig, dass die auch aus allen Ländern, aus allen Städten, aus allen unterschiedlichen Hotels kommen. Und da ein bisschen drauf zu achten, das würde ich auch sehr empfehlen. Super. Vielen lieben Dank, Anke, für die inspirierenden Einblicke. Ich bin mir sicher, dass einige davon etwas mitnehmen können. Und Anke wird auch heute Nachmittag in einem Workshop zum Thema Mitarbeiterengagement aktiv sein. Vielen Dank, Anke. Dankeschön. Der Erfolg der Frontline-Teams muss sich letztlich in erfolgreicher Arbeit niederschlagen, in der Erledigung von Aufgaben. Das ist nicht nur euer Wunsch als Führungskraft, sondern auch die oberste Priorität für die Belegschaft. Führungskräfte und Teamleiter von Frontline-Teams wissen besser als jeder andere, dass ihre Mitarbeitenden immer noch weitgehend auf Stift und Papier angewiesen sind. Und seien wir ehrlich, wir alle wissen, dass wir es besser machen können. Wir sollten unsere Prozesse optimieren und sie in das 21. Jahrhundert überführen, indem wir Technologien nutzen, die wir alle tagtäglich verwenden. Es kann jedoch schwierig sein, lebenslange Gewohnheiten zu ändern. Beginnt daher mit kleinen Schritten und führt einfache Prozesse ein, die sowohl euch als auch euren Mitarbeitenden helfen, ihre tägliche Arbeit zu vereinfachen. Vom einfachen Formular zur Beantragung von Urlaub, Schichtwechsel bis hin zur Durchführung von regelmäßigen Wartungsarbeiten. Obwohl viele unserer Kunden erst am Anfang stehen und einige noch gar nicht damit begonnen haben, haben wir festgestellt, dass diejenigen, die mit der Prozessdigitalisierung gestartet haben, sich sehr schnell daran gewöhnen und die Adaption und die Produktivität in Kürze deutlich steigen. Allein in diesem Jahr wurden 2 Millionen Workflows ausgeführt im Beekeeper, 1 Million Formulare ausgefüllt, 7 Millionen Dokumente geöffnet und 3 Millionen Schichten hochgeladen. Das führt uns zu beinahe 15 Millionen Blatt
Papier, das aus Prozessen entfernt wurde. Aber was noch viel wichtiger ist, die Frontline-Mitarbeitenden lieben es, weil es ihr Leben einfacher macht. Genug der Theorie. Ich freue mich auf die nächsten Gäste, die eine eindrückliche Entwicklung in ihren Unternehmen hinter sich haben, wenn es um die Digitalisierung von Prozessen geht. Zu mir auf die Bühne kommen werden Dieter Streuli, CEO von Airline Assistant Switzerland, einem Unternehmen, mit dem die meisten von euch ziemlich sicher schon in Berührung gekommen seid. AAS macht nämlich die Flugzeugabfertigung an 7 Flughäfen in Europa. Dazu gehört das Check-in, Passagierdienstleistungen, Ladekontrollen bis hin zu Gepäcksortierung. Und ebenso Norman Marian, er ist Senior Director Operations bei Figge Air Cargo Logistics. Figge Air Cargo Logistics ist Teil der Figge-Gruppe und ist spezialisiert auf das Handling von Luftfracht. Von A wie Auto bis Z wie Zebra und stationiert am Flughafen in Frankfurt. Herzlich willkommen, Norman und Dieter. Dieter, wieso ist die Digitalisierung bei euch wichtig und wie habt ihr mit dem Thema begonnen? Ich bin beschränkt in der Zeit, ich versuche es zu kürzen. Ich glaube, wir haben immer von Anfang an, oder ich habe Digitalisierung immer so verstanden, dass es darum gehen muss, das Leben der Mitarbeiter besser zu machen. Ich halte nicht viel davon, Digitalisierung, Effizienzgewinn, Kosteneinsparung, Personalreduktion durch Digitalisierung. Das ist bei uns kompletter Quatsch, habe ich das Gefühl. Das schaffst du nicht. Und das will ich auch nicht schaffen. Oder? Wir müssen digitalisieren, damit die Leute ein besseres Leben haben, damit sie am Samstagnachmittag, am Sonntagnachmittag mit ihren Kindern spielen können und nicht Lohnzettel kontrollieren, Urlaubsanträge ausfüllen, irgendwelchen Mist auf Zettel und Papier schreiben müssen. Und ich glaube, das Leben muss einfacher werden für die Mitarbeiter, damit sie ihrem Job nachgehen können, damit sie sich auf ihren Job konzentrieren können. Und aus dem Grund habe ich immer gesagt, Digitalisierung, wir haben auch eine eigene Digital-Unit gegründet, in Berlin selbstverständlich, wo denn sonst, die sich eigentlich ausschließlich mit dem Ziel auseinandersetzt, wie können wir mit Digitalisierung das Leben unserer Mitarbeiter einfacher gestalten und die Zeit effizienter nutzen der Mitarbeiter. Und so treiben wir das voran. Und Beekeeper ist ein wesentlicher Teil davon, um eben auch Stift und Papier wegzukriegen und das Leben einfacher zu machen. Wunderbar. Norman, wie habt ihr mit dem Thema Digitalisierung begonnen? Wenn ich jetzt mal heute zurückblicke auf die Zeit, wahrscheinlich relativ stümperhaft, muss man ehrlicherweise sagen. Wir haben einfach mal den Markt sondiert und haben geschaut, mit wem wollen wir zusammenarbeiten. Wir haben im Prinzip einfach ein paar Use Cases gehabt und wir haben natürlich wieder mal schön gedacht, aus dem White-Color-Bereich, wir wissen, was sind die Pain Points. Dann haben wir aber festgestellt, okay, das, was wir uns ausgedacht haben, funktioniert halt nicht so. Und dann haben wir das Ganze halt einfach mal rumgedreht und haben gefragt, irgendwie in Richtung Frontline, was nervt euch denn so im Arbeitsalltag? Und das haben wir versucht, dann dementsprechend irgendwie umzusetzen, umzuwandeln, was natürlich den Effekt hatte, dass dann halt auch irgendwie diese Akzeptanz von Anfang an dann halt irgendwie direkt gestiegen ist, weil wir halt einfach die Betroffenen zu Beteiligten gemacht haben. Ne? In dem Fall auch wirklich mal auf die Painpoints eingegangen sind. Für uns in dem administrativen Bereich sind die Painpoints natürlich ganz anders gelagert, aber unser Personalkörper ist natürlich hochgradig Frontline getrieben. Und da macht es natürlich auch hochgradig Sinn, diese halt mit zu involvieren in dem, was man dann irgendwie tun möchte. Und somit war dann halt auch, was Anke auch nochmal gesagt hat und Barbara, die Akzeptanz relativ hoch gewesen. Was sind Frontline-Prozesse, Norman, die ihr durch Digitalisierung unterstützt? Und kannst du uns einige konkrete Beispiele vorstellen? Sehr gerne. Also das, was ich eben gesagt habe, gerade aus dem Frontline-Bereich, die Mitarbeiter, die größten Painpoints waren gewesen, ich muss immer zu viel Papier ausfüllen. Das habt ihr eben ja auch schon gesagt gehabt, ist einfach viel zu viel Papierverschwendung. Und dieser stupide Prozess, dass dementsprechend irgendwie die Papierliste irgendwo abgegeben werden muss, muss weitergeleitet werden. Jeder von uns kennt diesen Reibungsverlust, der dadurch irgendwie entsteht am Ende des Tages. Also haben wir sehr, sehr stark darauf orientiert, was schreiben wir irgendwo auf, wo können wir dann halt Formulare einsetzen.
Ja, der Anreiz der Kommunikation war erstmal, okay, das kennt jeder, Social Media kann man machen. Die Nutzung der Formulare, das war dann aber nachher dieser USP. Wir haben dann halt diverse Sachen gemacht, wie Briefkästen eingeführt, weil was bei uns halt auch ein Riesenthema ist, den richtigen Adressaten zu finden. Das wurde eben auch schon genannt. Ja, warum machen wir es unseren Frontline-Workers halt so kompliziert, in die Kommunikation einzusteigen? Da ist auch das Wichtigste, diese Hürde so gering als möglich zu halten. Also diese zwei USPs waren dann Formulare und Restrukturierung der Kommunikation für den Frontline-Worker. Das waren dann konkret gewesen Checklisten, das waren irgendwelche Beschädigungsmeldungen etc. Ja, also das waren die Dinge, wo wir dann auch relativ schnell viel Erfolg erzielt haben. Mhm. Und Dieter, wir sind gespannt von AAS zu hören, was bei euch einige Beispiele sind. Ich glaube, es geht in die genau gleiche Richtung. Oder wir haben ganz viel einfach an sich relativ stupide Vorgänge in meiner Unternehmung einfach versucht, irgendwo auf die Plattform zu bringen. Das hat ganz eigentlich undigital begonnen mit Maintenance oder Pushback-Traktor auf dem Vorfeld kaputt, was mache ich? Früher gab es dieses Brett im Aufenthaltsraum, dieses Weiße, da hat man halt das draufgeschrieben. Jetzt macht derjenige, der sieht ein Foto und die GSE Maintenance, also die Werkstatt sieht dieses Foto und findet, ah, kaputt, gehe ich sehr wahrscheinlich am besten abholen und stellt auch wieder, ist wieder im Betrieb auf einen Stream drauf. Oder ganz, das sind ja wenig digitale Themen, da hat man einfach verhindert, dass man hin und her laufen muss und telefonieren muss, bis hin zu sehr digitalen Prozessen. Das Einfachste sind vielleicht Urlaubsanträge oder also zwei Knopfdrücke und Urlaubsantrag draußen, HR-Abteilung kann das sehr strukturiert durchgehen, approved, klein, also kann das sehr digital und sehr einfach machen, wenn man früher vielleicht tausende Anträge gehabt hat, der Mitarbeiter, das finde ich auch ein wichtiges Element von diesem Prozess, oder der Mitarbeiter versteht, wo er im Prozess ist. Ist das Formular abgegeben? Wird es schon bearbeitet? Ist es erledigt? Nicht ein Zettel, der dann irgendwo liegt und sehr wahrscheinlich dann irgendwo per Zufall irgendwo mal in die Finger genommen wird. Oder die Transparenz, die erwähnt wurde. Wir haben aber auch operative Themen, die natürlich durch unsere Industrie getrieben sind. Keine Ahnung, Read and Signs, wo wir darlegen müssen den Airlines, hey, der Mitarbeiter hat das Ding gelesen tatsächlich und verstanden weiß ich nicht, aber zumindest gelesen und muss das dann tatsächlich auch bestätigen, hab's gelesen. Früher war das so ordnerweise, die im Pausenraum aufgelegen sind, Mitarbeiter gelesen, auf dieses Laufblatt unterschrieben und das mussten wir dann vorzeigen. Mittlerweile Read and Sign, Beekeeper gelesen, danke, auswertbar, hier ist die Liste. Und das sind so ganz einfache Themen. Ich muss aber auch zusagen, unsere Industrie ist sehr dankbar für solche Dinge. Es ist auch ist bei uns. Und darum, ich glaube, die meisten Zettel werden bei uns verbraucht, glaube ich, global. Und entsprechend ist es bei uns wirklich ein sehr, sehr angenehmes Feld, um eben ganz einfach Dinge in die Automatisierung zu bringen und eben das Leben der Mitarbeiter auf der Zeit- und der Genervtsein-Skala deutlich zu reduzieren. Super. Vielen Dank, Dieter. Norman, welches sind für euch die wichtigsten und überraschendsten Resultate der Prozessdigitalisierung und deren Akzeptanz? Ja, also dadurch, dass wir halt wirklich auch in die Belegschaft reingehört haben, war das halt einfach auch überraschend, wie schnell das dann halt irgendwie angenommen worden ist. Es ist halt immer so, wenn man versucht, irgendwas top-down durchzudrücken, aus eigenem Nutzen heraus, ist natürlich immer schwierig, die Belegschaft dazu halt abzuholen. Wir haben natürlich irgendwie Kommunikatoren gesucht, Multiplikatoren halt in dem Aspekt. Was wir halt gelernt haben, ist, je niedriger wir die Hürde halt schaffen und je mehr wir dann halt einfach in die Transparenz halt reingehen, wir haben eben das Thema gehabt, irgendwie Kommunikation, was kann kommuniziert werden, wollen wir es regulieren? Ja, nein. Lass uns doch einfach das Ganze halt irgendwie teilen in der Organisation. Jeder Mitarbeiter ist irgendwie auch anders aufgestellt. Manche sind eher von uns dazu geneigt, in Richtung Push zu arbeiten, sind froh, wenn sie eine Push-Mitteilung bekommen auf dem Handy. Andere arbeiten lieber im Pull, weil sie dann halt ihre Freizeit genießen wollen mit ihrer Familie, wie auch immer. Und das Überraschendste für uns war, dass jede Situation halt einfach zu einer höheren Nutzungsrate geführt hat. Also wir haben gar nicht diese Themen gehabt mit bringen die Mitarbeiter zu Beekeeper. Wir haben einfach ein paar USPs dort reingesetzt, wo wir gesagt haben, das ist essentiell. Wir haben gesagt, Papierliste, Dienstplan weg. Dienstplan ist, glaube ich, eins der einfachsten Einstiegshürden, die man dann halt irgendwie nehmen kann. Weil jeder Mitarbeiter will wissen, wie er arbeitet. Ja? Und wenn wir uns erlauben in unserer Branche, müssen wir manchmal auch irgendwie aus eigenem Nutzen heraus Schichten vielleicht tauschen. Und da ist eine Push-Mitteilung schon ganz interessant und auch ganz wichtig, dass der Mitarbeiter dann auch weiß, wie sieht es dann halt irgendwie am Ende des Tages halt aus.
Also in Summe kann man sagen, diese Transparenz zu schaffen und diese Prozesse dann halt dadurch zu entschlacken, dass die Mitarbeiter halt einfach sehen, sie haben einfach Zeit für andere Dinge zu tun. Zeit heißt dann wiederum in Weiterentwicklung etc. Ja, also alles, was der Mitarbeiter einen eigenen Nutzen auch bringt. Mhm. Norman, hast du noch Ratschläge für das Publikum, wie man Digitalisierungsprojekte am besten angeht? Ja, wahrscheinlich nicht so, wie wir es gemacht haben, jetzt zumindest mal am Anfang. Aber wenn man dann halt relativ schnell merkt, okay, was ist dann halt auch irgendwie der Need der Belegschaft, dann kriegt man die halt relativ schnell auch irgendwie damit, halt da mitzuarbeiten. Was wir jetzt entdeckt haben in eins unserer nächsten Projekte ist halt irgendwie auch dieses digitale Onboarding, kennen wir jetzt alle, haben wir schon in Perfektion auch von Anke gelernt. Wir fangen nochmal einen Schritt vorher an bei dem Pre-Onboarding, das heißt, wenn ein Mitarbeiter bei uns sitzt, bevor er einen Arbeitsvertrag unterschrieben hat, kriegt er erstmal einen Beekeeper-Account. Was haben wir dadurch erzielt? Eine Entschlackung auf der einen Seite, dass wir halt innerhalb unserer Prozesse das ganze Streamline, was Kommunikation angeht. Weil ihr wisst selbst, bei Frontline-Workern hat man halt x Kommunikationskanäle, ob es jetzt nachher WhatsApp ist, ob es Facebook ist, ob es dann halt E-Mail ist, was auch immer. Und unsere People and Culture-Abteilung sind eigentlich nur noch Kommunikationsmanager am Ende des Tages, ja? Die halt versuchen, alle Spielbälle in der Luft zu halten. Und die hat schon gesagt, unser Business ist jetzt auch dann halt von sehr, sehr viel Schulung und so halt gesegnet, dass wir dann halt wirklich irgendwie auch gucken müssen, alles beieinander zu halten. Das heißt, der Joker ist halt einfach irgendwie, das zum Erfolg zu führen. Das haben wir dann dadurch erreicht, indem wir den Prozess digitalisiert haben in dem Bereich und die Mitarbeiter mittlerweile eher an uns ziehen und fragen, was können wir noch damit tun? Also wir haben Beekeeper einfach in den Arbeitsalltag integriert. Und zwar auf allen Ebenen, also nicht nur Frontline, sondern auch im White-Color-Bereich. Und somit ist automatisch eine intrinsische Motivation, immer wieder zu fragen, kann das auch Beekeeper? Ja, oder wie früher, gibt es auch was in Ratioform? Also, ja. Super, vielen Dank. Dieter, was ist euer nächstes Digitalisierungsprojekt? Ja, die Liste ist lang. Ich glaube, generell gesprochen, oder ich habe den Anspruch oder das Bedürfnis, dass Beekeeper die einzige Plattform für die Mitarbeiter ist, um sämtliche ihre beruflichen, aber auch kulturellen, sozialen Themen abzubilden. Oder ich will, dass meine Mitarbeiter möglichst viel von ihren Arbeiten über Beekeeper erledigen können, dürfen und müssen. Weil, wie du es vorhin gesagt hast, ich glaube, es führt dazu, dass beide, sowohl Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmer, einen enormen Nutzen daraus ziehen kann. Vielleicht noch eine Bemerkung. Das größte Projekt neben auf der Weg hin zur Digitalisierung der Prozesse, finde ich vielleicht auch den kulturellen Wandel dazu mitzunehmen, oder? Und dort spüre ich eigentlich den größten Widerstand in meiner Unternehmung. Das ist nicht den Leuten ein Tool zur Verfügung zu geben und sagen, hey, das geht jetzt einfacher, macht so. Da null Widerstand, Freudenschreie hin zu Akzeptanz, da gibt es alles, aber es ist durchwegs positiv. Oder ich merke, den kulturellen Wandel finde ich vor allem in unserem nördlichen Kanton, wie auch in unserem östlichen Freundes-Nachbarland ist, wie gehe ich mit so direkter Kommunikation, Digitalisierung, mit Arbeitnehmervertretungen um. Ich glaube, dort spüre ich momentan den größten Widerstand, weil, das muss man sich bewusst sein, ein großer Teil der Aufgabe der Arbeitnehmervertretung kann obsolet werden, wenn Beekeeper sinnvoll und effizient genutzt wird. Die ganze Kommunikation, wie bringe ich meinem Mitarbeiter was bei, wie ich informiere ich ihn, aber andersherum, wie bringt er seine Stimme zu mir als Arbeitgeber? Das führt in meinen Unternehmungen in Deutschland zu absolutem Paradigmenwechsel, wo ich zum Teil wirklich Widerstand aus den Gewerkschaften und Betriebsräten, ich liebe die alle, sind ganz wunderbare Gremien, verstehe mich nicht falsch, aber das ist ein anderes Arbeiten, das ist ein transparenteres Arbeiten, das ist ein direkteres Arbeiten, weil ich direkt den Mitarbeiter erreichen kann und den Betriebsrat nicht mehr dafür brauchen. Da bin ich sehr, sehr viel im Austausch mit diesen Betriebsräten, ihre neue Rolle mit Beekeeper zusammen zu verstehen. Das ist eine andere Rolle. Es ist noch eine Rolle, aber es ist eine andere Rolle. Ich glaube, dort empfinde ich einen enormen Arbeitsschritt, den wir tun müssen, um dieses Verständnis, dieses Rollenverständnis hinzukriegen. Und das ist für mich fast das absolut Begeisterndste am Beekeeper. Und diese Rollenverständnisse, die gehen auseinander oder die müssen neu orientiert werden. Wunderbar. Herzlichen Dank euch beiden für die spannenden Einblicke und die Inspiration. Vielen Dank.
Wenn die Dreifaltigkeit erstklassige Kommunikation, ein großartiges Mitarbeitererlebnis und digitalisierte Prozesse existieren, ist die Reise zum Erfolg der Frontline-Teams schon weit vorgeschritten. Es ist eine Reise kontinuierlicher Bewertung und Verbesserung. Prozesse und Unternehmensstrategien sind kein einmaliges Projekt. Ihr mögt euch jedoch noch an die vierte Säule erinnern, datengestützte Erkenntnisse. Über die Jahre durften wir eindrücklich erfahren, wie bei der Nutzung einer App und der Durchführung von digitalen Prozessen unglaubliche Mengen von Datenpunkten entstehen. Auf den ersten Blick handelt es sich einfach um sehr viele Daten. Wenn man jedoch mit dem richtigen Betrachtungswinkel die Daten analysiert, hat man plötzlich eine wahre Schatzkiste vor sich. Erkenntnisse darüber, was eure Mitarbeitenden motiviert, wer zufrieden ist, wer nicht, welche Teams sind engagiert, welche nicht, sind entscheidend. In der Praxis gibt euch das nicht nur die Möglichkeit, eure Strategien weiterzuentwickeln, sondern kann wertvolle, nutzbare Erkenntnisse liefern. Einerseits haben wir erlebt, wie einer der größten Flughäfen der Welt Unruhen unter den Mitarbeitern und einen möglichen Streik abwenden konnte, aufgrund der Einsicht und dem Know-how, was ihren Mitarbeitenden fehlt, dass sie nicht genügend Informationen zur Verfügung gestellt bekamen. Andererseits gibt es Unternehmen, die diese Erkenntnisse nutzen, um ihre nächste Führungskraft zu identifizieren. Das Thema Einsichten durch Daten ist ein Fokus von BeeKeeper und wird die Weiterentwicklung des Produkts entsprechend beeinflussen. Dies waren vier grundlegende Strategien, um eure Frontline-Mitarbeitenden zu stärken. Wir wissen jedoch alle, dass die Bewältigung von Veränderungen der schwierigste Teil ist der Reise. Unser Hauptredner, Dr. Florian Ilgen, wird über die Herausforderungen sprechen, die mit Veränderungen einhergehen und wie ihr diese in eine Stärke verwandeln könnt. Wie wir von unseren erfolgreichsten Kunden gelernt haben, geht es darum, eine ganzheitliche Sichtweise zu bewahren. Schaut nicht nur auf die Kommunikation, sondern schafft ein großartiges Mitarbeitererlebnis. Digitalisiert gleichzeitig einige eurer Prozesse. Stellt den Mitarbeitenden in den Mittelpunkt eurer Veränderungen und fangt klein an. Ihr werdet erstaunt sein, wie sehr sich dies auf eure Effizienz und die Motivation eurer Mitarbeitenden auswirkt. Wir sind hier, euch auf diesem Weg zu unterstützen. Arbeitet mit unseren Customer Success Teams zusammen und nutzt die in unserem Produkt vorhandenen Vorlagen, um loszulegen. Und wie unser Produktteam euch auf dieser Reise unterstützt, werdet ihr nur gleich von Daniel und Omar erfahren, die euch einen kurzen Ausblick geben, auf welche Entwicklungen ihr euch freuen dürft. Herzlich willkommen, Daniel und Omar. Guten Morgen, alle zusammen. Grüezi miteinander. Auch von uns ein herzliches Willkommen hier in unserem Hive in Zürich. Das ist mein Kollege Omar und mein Name ist Daniel und zusammen sind wir unter anderem für das Produkt zuständig, was ihr hoffentlich Tag ein, Tag aus benutzt. Wir wissen, dass ihr weiterhin einen starken Partner an eurer Seite wünscht, um das vollste Potenzial eurer Mitarbeitenden auszuschöpfen. Und unsere Vision ist die gleiche. Wir möchten eure Mitarbeitende bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen. Und dabei glauben wir eben nicht, dass sie durch Automatisierung ersetzt werden. Aber wir glauben, dass wir Automatisierung einsetzen können, um sie zu Bestleistungen zu bringen. Und auch für euch als Unternehmer und als Führungskräfte sollen die Mitarbeitende zu einem Wettbewerbsvorteil werden. So wie uns und wir habt ihr ja auch sehr viele Desktop-Tools, die ihr täglich benutzt, um eure Arbeit zu erleichtern. Und genau das Gleiche möchten wir auch bei BeeKeeper machen. Ziele gibt es zwei,
Bestleistungen ist das Erste. Zweitens möchten wir auch, dass die Mitarbeitenden neue Maßstäbe setzen können. Neue Maßstäbe an Qualität, an Produktivität, an Kundenerlebnis. Und das soll mit einem Tool passieren, das Sie auch täglich benutzen. Da spielt es nicht so eine Rolle, ob es ein Smartphone ist, vielleicht schicken Sie eine Sprachnachricht ab oder Sie haben sogar eine Augmented Reality Brille auf. Das erste Thema, das wir uns anschauen, wie Urs auch schon erwähnt hat, sind die Kommunikation. Wir haben von Barbara und von Urs gehört, dass Kommunikation die Nummer eins Prio ist. Aber es soll auch Spaß machen. Es soll vielfältig sein, es soll einfach sein zu kommunizieren. Und es soll sich nicht wie ein betriebliches Tool anfühlen, sondern Elemente haben von Apps, die man auch privat nutzt. Warum ist das so wichtig? Wir werden oder ihr werdet von Chris heute Nachmittag auch erfahren, dass Spaß zu einer höheren Mitarbeiterbindung führt. Und auch Anke von Leonardo hat erwähnt, dass motivierte Mitarbeitende zu einem besseren Kundenerlebnis führen. Deswegen wird es bald die Möglichkeit geben, auf Inhalte mit Emojis zu reagieren. So könnt ihr besseres Feedback geben. Ihr könnt Anerkennung zeigen mit mehr als nur ein paar Worten. Aber wir möchten auch die Mitarbeitenden zum richtigen Zeitpunkt mit den wichtigsten Informationen versorgen, ohne dass sie zu lange suchen müssen. In den letzten paar Monaten haben wir sehr stark an unserer Startseite gearbeitet. Die Startseite nennen wir auch den digitalen Arbeitsplatz. Digitaler Arbeitsplatz, weil es das Erste ist, was man sieht, wenn man in die App reinkommt. Da sehe ich die wichtigsten Mitteilungen, die wichtigsten Infos oder auch die Aufgaben, die auf mich persönlich zugeschnitten sind. Deswegen sehe ich dann auch, welche Chats von mir noch ungelesen sind. Ich sehe, welche Aufgaben für mich noch am dringendsten sind. Und ich sehe, welche Prozesse für meine bestimmte Funktion am wichtigsten sind. Die ersten Rückmeldungen waren sehr positiv. Vielleicht gibt es einige von euch, die die Startseite schon genutzt oder gesehen haben. Und wir haben gesehen, dass die Plattformnutzung zunimmt. Formulare, Umfragen, Aufgaben werden schneller erledigt und die Produktivität nimmt zu. Vielen Dank, Danielle. Und ich möchte euch noch weitere drei Themen zeigen. Also wie gerade gesehen, wir werden auf der Startseite Informationen nach Relevanz dynamisch darstellen. Aber wir wollen noch mehr machen. Wir wollen auch die aktive Suche nach Informationen überarbeiten. Und hier wollen wir künstliche Intelligenz einsetzen, um die Suchanfragen besser interpretieren zu können. Unabhängig davon, in welcher Sprache diese gestellt werden oder auch in welcher Form, sei es geschrieben oder auch gesprochen, sei es auf einem üblichen Suchfeld oder auch in einem Chatbot-artigen Format. Die Suche wird dann ganze 130 Sprachen verstehen. Das heißt, Inhalte, die auf Beekeeper zur Verfügung stehen, können dann durch die Suche gesucht werden und die Resultate werden in der richtigen Sprache dann automatisch zurückgegeben werden. Beim zweiten Thema geht es um eure Teams. Eine sehr wichtige Inspirationsquelle bei der Produktentwicklung bei uns im Beekeeper sind die Bedürfnisse der hunderttausende Mitarbeitende, die die Wirtschaft am Ende des Tages am Laufen halten und die wir bedienen dürfen. Und wir wissen, dass ein Großteil deren Arbeit in Teams stattfindet, sei es ein Produktionsteam in der Fertigung, ein Verkaufsteam im Einzelhandel oder das Pflegepersonal im Gesundheitswesen. Und um diese Teams noch besser zu unterstützen, haben wir ein innovatives Konzept auf die Beine gestellt, wo es um die Teamzusammenarbeit geht. Und wir nennen das die nächste Generation von Gruppenchats. Das heißt, wir werden auf Beekeeper für jedes Team, das auf Beekeeper hinterlegt wird, eine eigene Arbeitsumgebung generieren, wo das Team nicht nur einsehen kann, wer alles im Team dabei ist oder miteinander kommunizieren, das besteht ja schon heute, sondern wo das Team auch relevante Dokumente miteinander teilen kann, Formulare, die auszufüllen sind, wo das Team auch sehen kann, wer, wann oder auch wo arbeitet oder auch welche Teamaufgaben noch zu erledigen sind.
Und das ist ein sehr wichtiger Meilenstein für uns, den wir mit euch erreichen. Ein Meilenstein in, uns, in Richtung unserer Vision. Hier geht es darum, dass alles, was für ein Team wichtig ist, zentral zusammenkommt, dort, wo die Teamarbeit am meisten auf Beekeeper passiert. Und das sind dann die Gruppenchats. Und letztlich geht es noch um ein sehr wichtiges Thema, gerade davor angesprochen. Durch die sehr geschätzte und enge Zusammenarbeit mit euch, mit vielen von euch, wissen wir, dass ihr mehr Einsicht in den Daten haben wollt, sei es Datenanalysen oder Erkenntnisse aus den Daten, die wir auf Beekeeper haben. Und wir wissen auch, dass ihr eigene Berichte erstellen möchtet oder dass ihr auch wissen möchtet, wie ihr im Vergleich zur Branche abschneidet. Wir arbeiten daran, die gesamte Daten- und Analysearchitektur zu überarbeiten und mit künstlicher Intelligenz zu erweitern. Und wir haben schon vor einem halben Jahr die ersten eigens entwickelte Machine Learning-Modelle eingeführt, um euch bessere Erkenntnisse zu geben, wie euer Teamengagement funktioniert, wie gut ist es. Und wir wollen ähnliche Modelle auch im operativen Teil von Beekeeper einsetzen, um die Prozesse, die ihr auf Beekeeper modelliert, zu verstehen, um euch dann auch sagen zu können, welche Prozesse funktionieren wie gut, also welche sind schon gut da und welche Prozesse brauchen Unterstützung. Oder auch welche Teams von euch ergeben schon Top-Leistungen oder welche Teams benötigen noch ein bisschen Unterstützung. Und das machen wir, damit eure Mitarbeitende, aber auch ihr als Manager und Führungskräfte und somit eure Unternehmen zu unterstützen, mehr zu lernen und euch besser anzupassen. Also, liebe Gäste, wir sind sehr begeistert über die vielen Möglichkeiten, die Beekeeper euch noch bieten kann. Und Daniel und ich freuen uns sehr, heute mit euch hier zu sein, mit euch über unsere Pläne zu sprechen, euer Feedback einzuholen und letztendlich auch generell zu verstehen, wie können wir euch besser unterstützen. Und mit dem vielen Dank und zurück an Urs. Vielen Dank, Daniel und Omar. Nun, wie geht's weiter heute? In den Masterclasses und Workshops, in den Masterclasses vor und den Workshops nach dem Mittagessen, werdet ihr die ausgewählten Themen vertiefen. Und heute Nachmittag wird uns Dr. Florian Ilgen zeigen, wie wir mit unserer Leidenschaft maximal von der digitalen Transformation profitieren können. Außerdem werdet ihr die Ersten sein, die die Ergebnisse unserer Umfrage mit 8000 Arbeitnehmern sehen. Und zum Schluss werden die Frontline Hero Awards verliehen. Nutzt die Gelegenheit zum Networking beim anschließenden Apero. Nun, wie weiß ich, in welcher Masterclass-Workshop ich bin und wo ich hin muss? Das ist ganz eine wichtige Frage. Ihr seid alle mit einer individuellen Agenda ausgerüstet, die ihr hoffentlich um den Hals trägt. Auf dieser ist ersichtlich, in welcher Session ihr eingetragen seid und wo diese stattfindet, in welcher Räumlichkeit. Die Räumlichkeiten, die sind auch farblich markiert und angeschrieben, wie hier die Mainstage zum Beispiel. Und es gibt auch Pläne in den Gängen, wo ihr seht, wie die positioniert sind. Und wir haben auch natürlich das Beekeeper-Team vor Ort in den türkisfarbigen Shirts. Chris, vielleicht kannst du das kurz signalisieren. Genau, so sehen unsere T-Shirts aus. Also jederzeit einfach auch jemand vom Beekeeper-Team anreden, wenn ihr eine Frage habt, wo ihr als nächstes hin müsst oder sonst Fragen habt rund um dem Event. In diesem Sinne wünsche ich euch einen spannenden und lehrreichen Tag. Vielen Dank.